Hi, Servus, ich bin die Aurena aus dem Allgäu. Heute ist das Thema Schlaflosigkeit. eigentlich wollte ich im Pyjama herkommen, aber naja, ich hatte jetzt keinen dabei. genau, das ist ein Scherz am Rande. Okay, also Thema Schlaflosigkeit. Ich weiß, dass das sehr viele Menschen haben. Also ganz viele Klienten, mit denen ich zu tun habe, haben das Thema Schlaflosigkeit, mittlerweile auch sehr junge Menschen, und das hat unterschiedliche, natürlich immer Ebenen, wie alles halt unterschiedliche Ebenen hat. Einmal kenne ich Menschen, die haben Angst zu schlafen, also die haben ganz viel unterdrückte Ängste, die drücken die weg oder generell sie wissen, dass sie Angst haben und können nicht schlafen. Es hat mehrere Ursachen. Also einmal diese Angst, ich kann nicht schlafen, weil ich spüre immer, da ist irgendwas im Raum. Und das ist ganz oft die Menschen, die empathisch sind und medial veranlagt sind. Die spüren verstorbene Seelen, die spüren Wesenheiten, die spüren Energien, Kräfte, die in dem Zimmer sind. Und nachts ist es eben ja auch so, dass man halt keinen Schutz hat. Und da möchte ich dann am Ende von dem Video, möchte ich dann mit euch ein paar Übungen machen oder ein paar Infos geben, die ihr machen könnt, damit ihr seht, oder beziehungsweise die anwenden könnt und dann mal ausprobieren könnt und dann vielleicht doch eine leichte Veränderung mal mehr, mal weniger spürt. Also ein Grund ist die Angst, dass man ganz bewusst wach ist und nicht schlafen kann. Manche schlafen sehr unruhig, weil sie absolute Kontrollfreaks sind, und das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern die können nicht vertrauen, nicht in Menschen, nicht in Situationen, nicht Orte, nicht irgendwas. Und die tun sich einfach schwer, wenn sie schlafen, dass sie dann die Kontrolle loslassen, weil sie dann nicht mehr alles im Auge haben, weil sie wissen, es könnte jetzt alles passieren. Also das erste ist einmal dieses, du nimmst die Wesenheiten wahr. Das zweite ist, du hast Kontrollverlust und kannst deshalb nicht schlafen. Dann gibt es aber natürlich auch körperliche Sachen wie die Organe. Wir haben einen unterschiedlichen Rhythmus, dass zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß, wenn ich 12 Uhr ins Bett gehe, kann ich super genial schlafen. Wenn ich aber meinen Schlafpunkt übergehe, das ist wie bei den Kindern, wenn die mal müde sind und dann gehen die über diesen Schlafpunkt hinaus, dann sind die wie Energizer Bunny und rennen wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend und du kriegst überhaupt nicht mehr ruhig. Und so ist es mit uns auch. Wir haben einen Punkt, eine Zeit, wo unser Körper sagt, wir sind müde, und dann sollten wir natürlich auch ins Bett gehen. Und wenn du das nicht tust, dann, ja, weißt du selber. Musst du für dich selber sorgen. Oder du bist dann halt ewig wach und musst dann halt warten, bis dann dieser Zyklus wieder kommt. Man nennt das auch, das ist auch diese Organuhr. Ich glaube, das ist dann ganz stark um 3, 4 rum. Wenn du zum Beispiel auch eine bestimmte Uhrzeit hast, wo du aufwachst, dann kannst du mal bei der Organuhr gucken und schauen, welches Organ gerade aktiv ist. Dann kannst du zum Beispiel, wenn es die Galle ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war zwischen 3 und 4 Uhr in der Früh. Das ist dann hier die Galle und das ist dann das Thema Lebensfreude, Wut, Toxine oder Gifte im Körper, aber ich sage immer, das sind ganz viele Emotionen, weil wir beim Schlafen kommen ja auch viele Emotionen hoch. Also das sind so die Möglichkeiten, Gründe, warum du vielleicht nicht schlafen kannst. Wenn du Ängste hast, bitte schau dir die Ängste an. Um was geht's denn wirklich? Warum hast du denn Angst? Bei Kontrollverlust lern dich mit dem Vertrauen, mit dem Urvertrauen wieder zu verbinden, das Thema zu heilen. Wenn du merkst, körperlich ist was, dann schau, ob du entgiften kannst mit Kräutern. Es gibt so viele tolle Sachen. Heilerde, der Sechser-Tee von der Eva Aschenbrenner. Es gibt homöopathische Mittel, es gibt Schüsslersalze. Es gibt so viele tolle Sachen, wo du nehmen kannst zum Entgiften. Ich habe aber auch festgestellt, dass wenn Menschen, manche entgiften ja 3, 4 Mal im Jahr, wenn du die Emotionen entgiftest, entgiftet sich der Körper mit. Du kannst den Körper unterstützen. Gifte kommen, Toxine, Ablagerungen, das ist immer auch was Emotionales. Ja, dann, was du tun kannst, und zwar ganz wichtig ist, wenn du sehr empathisch bist, sehr hellfühlig, feinfühlig oder medial bist, ganz wichtig, bevor du ins Bett gehst. Wir kriegen auch manchmal ganz starke Angriffe, schwarzmagisch, niedere Frequenzen, von
Elektrosmog, alles Mögliche. Ich sage aber, wenn wir gesund sind und in unserer Kraft sind, dann macht uns der Elektrosmog nichts aus, dann macht uns diese verstorbene Seele auch nichts aus, weil wir in unserer Kraft sind, ja. Ich kann ja nicht rausgehen und nur weil der Wind weht, renne ich dann im Winterpulli rum. Ich meine, das macht keinen Sinn. Also wichtig ist es, ihr müsst in euch stabil sein. Schaut, warum ihr nicht in euch körperlich oder geistig oder seelisch stabil seid. Was ihr für euch zusätzlich machen könnt, ist, es gibt unterschiedliche Farben. Also einmal füllt ihr euch auf mit goldenem Licht, es gibt euch die Fülle und Gold hat auch einen ganz starken mentalen und energetischen Schutz. Dann gibt es den Erzengel Michael, das ist die blaue Farbe, da könnt ihr dann euch in einen Kreis stellen. Und dieser Erzengel Michael, der hat dieses Feuerschwert und da könnt ihr euch vorstellen, wie ihr unterschiedliche energetische Verbindungen, Schnüre zu anderen Menschen oder Wesen, Orten abkappt. Ja? Ihr könnt euch aber auch in eine Flamme stellen. Ich mag ganz gern oft die weiße Flamme, weil in der weißen Flamme sind alle Farben enthalten. Und dieses Christusfeuer verbrennt alles, was negativ ist und löst negative Energien auf. Ihr könnt auch alles machen, das mache ich auch manchmal. Ich stelle mich in die Flamme, in diesen Kreis. Und was ich auch mache, wenn jemand sehr sensibel ist, bevor ihr ins Bett geht, weil dann schlaft ihr, dass ihr sagt, der Schutz ist einfach wirklich da, solange ihr schlaft. Und das funktioniert. Ich habe das bei so vielen Klienten jetzt mittlerweile gesehen und die sind dann auch echt dankbar. Ihr könnt euch in eine Pyramide stellen, also die Spitze geht über euch und unter euch und dass ihr einfach euch dann auch nochmal in eine Pyramide reinstellt. Könnt ihr gerne ausprobieren, ihr könnt auch jedes einzeln mal machen und dann gucken, wie ihr euch am nächsten Tag fühlt. Ihr könnt ein Salzbad nehmen, weil manchmal kann man einfach nicht schlafen, weil man innerlich so aufgewühlt ist, weil einfach so viele Energien waren und weil man mit so vielen Menschen unterwegs war. Auch schön ist es, wenn ihr viel Wasser trinkt, in die Natur geht, spazieren geht und dann kommt ihr auch in die Ruhe, wenn ihr einfach ganz viel Stress habt. Und dieses Salzbad ist auch sehr reinigend, löst auch nochmal einfach die Aura und energetische, ich sag jetzt mal, Verschmutzungen. Ihr könnt, was ich auch mache, wenn ich sehr viel reise, ich nehme Lavendel, Zitrone oder Orange oder Rose und tue es auf mein Kopfkissen und dann habe ich diesen guten Duft. Und negative Wesen mögen keine guten Düfte und dann bleiben die eh fern. Oder dass ihr mal gut die Wohnung oder das Bett durchräuchert. Ihr könnt auch Salz, eine Salzschüssel und das Bett stellen. Also das sind jetzt energetische Aspekte, die ihr machen könnt. Körperliche habe ich euch auch genannt. Wichtig ist, dass ihr einfach ruhig bleibt und wisst, hey, es gibt Phasen, wo man einfach nicht schlafen kann, weil die Seele dir Botschaften bringt. Ich habe manchmal Phasen, da wache ich auf oder habe früher ganz wenig geschlafen, war dann nachts aktiv, weil ich ganz viel aufgeschrieben habe. Dann kriegt man Botschaften, schreibt die Botschaften aus und auf und dann wirst du merken, dann kannst du auch wieder schlafen. Manchmal sind es Phasen und das ist nicht schlimm. Ich hatte auch mal jemanden, der hat sich dann aufgeregt, dass er eine bestimmte Anzahl von Stunden keinen Schlaf hatte. Aber dann habe ich gesagt, aber dir geht's doch gut am nächsten Tag. Und dann sagt er, ja. Und dann sage ich, dann ist es doch nicht schlimm, wenn du jetzt denkst, du brauchst 8 Stunden und hast aber nur 5. Manchmal hat man mehr, manchmal weniger. Manchmal schläfst du mehr und manchmal weniger. Aber solange es dir gut geht, ist es egal, weil es gibt so wie den Sommer, den Winter, den Herbst und den Frühling. Und manchmal wechselt halt der Zyklus. Und dich da nicht verrückt zu machen und dir einzureden, das muss so und so sein, solange es dir gut geht, ist alles in Ordnung, okay? Ich wünsche dir eine gute Nachtruhe. Ob es jetzt Nachmittag ist oder abends oder nachts oder früh, ist egal. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Biorhythmus findest und dass du vielleicht eben energetische Aspekte mit anwendest, weil wir doch alle sehr feinfühlig sind und das macht auch sehr viel aus. Okay? Bis dann. Ciao.